Yo, yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu... Nein. Ladies and gentlemen, welcome. Here we go. Yo, yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor einigen Tagen ging das Gerücht rum, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, dass ich wohl angeblich eine Feuerwehr-BF-Nacht mache. Sowas, was schon mal im August versucht wurde, aber nicht auf die Kette gebracht wurde von einigen Personen. Und deswegen wird es dann auf meinem Kanal eine neue BF-Nacht geben, die auch von mir geplant wird. Es hat sich schon ein Team zusammengefunden, welches die BF-Nacht organisiert. Und damit wollte ich dann nochmal klarstellen, das Gerücht, was dort aufgetreten ist, stimmt. Also es wird eine BF-Nacht geben, aber erst in den Ferien. Ich denke in den Weihnachtsferien, weil da habe ich mehr Zeit, da habt ihr mehr Zeit und da können auch mehr Leute mitmachen. 16 Leute wären natürlich nur möglich, das ist leider das Problem, weil da, das kennen wir halt an Landwirtschaftssimulator-Servern, die packen nur 16 Leute und das ist halt das große Problem. Aber ich meine, 15 Leute könnten dann halt noch drauf, weil ich bin ja auch drauf natürlich. Wir hatten uns dann halt vorgestellt, dass wir eine ziemlich coole Map nehmen, die ein bisschen umbauen und ihr die dann bekommt. Und die Fahrzeuge, da hatten wir uns gedacht, werden wir Skins für die Standardfahrzeuge anfertigen, euch die schicken, ihr müsst die euch dann nur lediglich noch installieren. Und das geht ja ganz einfach, mache ich noch ein extra Video zu. Ihr müsst die Skins dann einfach nur in einen Ordner schieben und das war's, weil es geht halt aus Copyright-Gründen vielfach nicht, dass wir einfach Mods zur Verfügung stellen und so Exklusiv-Mods wollten wir jetzt nicht zur Verfügung stellen. Deswegen solche Skins zum Beispiel wie bei diesem Fahrzeug und die Coronas natürlich umändern und eventuell noch das Blaulicht. Aber dazu kommen dann natürlich ausführliche Videoanleitungen, die natürlich jeder machen kann, ne? Okay, so, dann würde ich sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch die Idee gefällt und ihr auch Bock darauf habt. Schönen Dank, du Arsch! Und je nachdem, wie viele Daumen und wie viele Leute kommentieren oder so wir haben, muss ich gucken, ob da noch weitere BF-Nächte folgen. Auf jeden Fall habe ich die Unterstützung von der Webleitstelle, die wir damals benutzt hatten. Dort wurde mir jetzt ein Zugang gewährleistet und falls ich sowas auf die Kette stellen möchte oder auf die Beine stellen möchte, bekomme ich natürlich auch Unterstützung von denen, ganz klar. Dann können wir natürlich per Melder alarmieren und das ist doch schon mal ein Haufen realistischer, ne? Gut, dann würde ich sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!